Guten Tag, mein Name ist Martin Kuppinger. Ich bin Principal Analyst bei der Kuppinger Kohl Analysts AG. Heute möchte ich darüber sprechen, was die IT in der Krise nicht machen sollte. Wenige wichtige Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und es soll auch ein bisschen was dabei sein, was man tun sollte. Also es geht eigentlich am Ende ja immer darum, jetzt in einer Zeit, die schwierig, die herausfordernd ist, richtig und durchdacht zu handeln und nicht im Panikmodus oder wie die Amerikaner es manchmal auch nennen, im Headless Chicken Mode zu handeln, sondern wirklich überlegen, was muss ich als erstes tun, was sind meine wichtigsten Maßnahmen. Und das Allerwichtigste ist erstmal keine Panik. Auch wenn sich die Arbeitsweise verändert, auch wenn sich die Herausforderungen verändern, auch wenn man sich sagt, jetzt habe ich Homeoffice, ich muss die Geräte sicher halten, ich muss die Kommunikation sicher halten, nicht im Panikmodus handeln. Behalten Sie Ihren klaren Kopf. Das Zweite ist kein blindes Vertrauen. Vertrauen Sie niemandem blind, keinen IT-Experten, nicht all diesen Artikeln, die man hat, auch uns nicht. Denken Sie darüber nach. Was hilft Ihnen jetzt in dieser Situation weiter? Was hilft nicht weiter? Was können Sie auch bewältigen? Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Was sind Sachen, die jetzt finanziell, aber auch von der Kapazität Ihres Teams und auch der Homeoffice-Worker zu bewältigen sind. Der dritte Punkt, bauen Sie kein virtuelles Büro. Nicht im Sinne, dass Sie sagen, alles, was bisher als Arbeitsumgebung war, soll eins zu eins so aussehen. Homeoffice ist anders. Ihre Arbeitsstrukturen verändern sich. Überlegen Sie sich, was ist wichtig? Welche Daten muss ich besonders schützen? Wo sind sichere Zugriffe wichtig? Wo kann ich das Ganze ein Stück weit entspannter sehen? Wie kann ich das balancieren? Wie kann ich aber auch den neuen Arbeitsstil, die Arbeitsfähigkeit erhalten? Welche Mittel brauche ich? Welche gibt es? Und es gibt ja sehr viele Angebote von Lösungen, die Sie jetzt in dieser Phase ja auch schnell umsetzen können, als Software as a Service und die zum Teil ja auch über Monate hinweg jetzt kostenlos angeboten werden. Aber auch da immer daran denken, was ist beherrschbar? Was verstehen meine Leute? Was kann ich machen? Wie schaffe ich es, arbeitsfähig zu bleiben? Der dritte Punkt. Nicht jetzt ein virtuelles privates Netzwerk aufbauen. Sie haben keins, lassen Sie es bleiben. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und es gibt modernere Lösungen auch aus der Cloud. Das Schlüsselwort für alles, was Sie tun in diesem Bereich, heißt Zero Trust. Das heißt, Umgebung aufbauen bei den Geräten, denen Sie eigentlich nicht vertrauen können. Der private Rechner des Mitarbeiters über ein Netzwerk, dem Sie nicht vertrauen können. Das Wi-Fi im Homeoffice des Mitarbeiters. Mit Ihren Systemen kommunizieren. Zero Trust. Sie vertrauen es nicht, aber Sie haben genug Sicherheitsmaßnahmen auf allen Ebenen im Einsatz, um die Risiken zu mitigieren. Das ist das Konzept und dazu gehört VPN nicht, eigentlich gar nicht, und wenn, dann sicherlich an einer ganz weit hinten stehenden Stelle. Also da nicht mit anfangen. Jetzt haben wir Bring Your Own Device. Viele Mitarbeiter arbeiten mit eigenen Geräten, weil nicht jeder ein Notebook hat. Natürlich könnten Sie versuchen, hunderte von Notebooks zu beschaffen, auszurollen und so weiter. Schwierig. Schauen Sie auf das Thema Virtual Desktop Infrastructures, wenn überhaupt. Es gibt Lösungen, mit denen Sie einen virtuellen Desktop für die Nutzung einfach bereitstellen können. Aber auch da wieder, kriegen Sie es hin? Kriegen Sie es jetzt umgesetzt oder kriegen Sie es nicht umgesetzt? Eine weitere Maßnahme, überinvestieren Sie nicht. Geben Sie jetzt nicht unnötig Geld aus. Es gibt viel, das Sie jetzt kostenlos kriegen, das Sie nutzen können. Aber nutzen Sie nicht alles, sondern überlegen Sie, was hilft weiter? Welche Lösungen funktionieren, damit Ihre Teams miteinander sprechen können, dass sie chatten können, dass sie Informationen austauschen können, damit die Zusammenarbeit funktioniert? Also nicht zwingend keine Investition, das wäre falsch. Überlegen Sie aber, wo geben Sie das Geld aus, für was? Und was bringt jetzt den größten Nutzen? Aber bereiten Sie sich auch schon mal vor auf die Zeit nach. Es wird weitergehen. Und dann sollte man auch nächsten Schritte vorbereitet haben. Das ist eine gute Zeit unter Umständen, auch wenn erstmal alles läuft, sich damit zu beschäftigen, wie gehen wir weiter vor, wo setzen wir Prioritäten und so weiter. Zu meinem letzten Punkt aber jetzt. Denken Sie an die Menschen. Der Faktor Mensch steht im Mittelpunkt. Erstes größte Risiko. Also Sie müssen darauf achten, dass Ihre Mitarbeiter verstehen, wie arbeite ich sicher. Und Training ist wichtig, Information ist wichtig, aber halten Sie es schlank, machen Sie es einfach. Aber reden Sie auch mit dem Team, vertrauen Sie dann aber auch auf der anderen Seite auf den gesunden Menschenverstand.
Denn jeder hat irgendwo eine gewisse Nähe zum Thema Sicherheit, weil er es auch für sich privat macht. Was ist Ihre erste Priorität? Aus meiner Sicht Mehrfaktor-Authentifizierung. Das brauchen Sie auf jeden Fall. Nutzen Sie es. Es ist noch wichtiger bei Remote-Arbeit als sonst. Nutzen Sie Standardfunktionen. Microsoft hat es bei Azure Active Directory drin, bei Office 365. Google hat es, andere haben es auch. Nutzen Sie, was da ist. Betreiben Sie es nicht, fokussieren Sie es, aber machen Sie es. Schauen Sie sich den FIDO-Standard an, um weitere Geräte einzubinden. Da gibt es wirklich coole Lösungen heute. Und informieren Sie Ihre Nutzer vorab. Wenn Sie was umstellen, vorab informieren, damit die Leute nicht auf einmal dastehen und sagen, jetzt klappt gar nichts mehr. Das wäre das Schlimmste, was Ihnen jetzt passieren kann. Das als ein paar ganz kurze Regeln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Martin Kuppinger von der Kuppinger Call Analysts AG.